Der Audi Star Talk. Heute aus dem Audi Driving Experience Center in Neuburg an der Donau. Guten Abend, herzlich willkommen zu Hause. Willkommen hier im Saal. Schön, dass Sie dabei sind. Freut mich sehr. Guten Abend. Es war. Dankeschön. Es war ohne Zweifel die Sensation an diesem Wochenende. Borussia Mönchengladbach schlägt den FC Bayern mit 3:1. Eine Sensation, über die der ein oder andere sich sogar gefreut hat. Jedenfalls macht es die Liga ein bisschen spannender. Und unser heutiger Gast muss das gegen wütende Superstars am kommenden Wochenende möglicherweise ausbaden. Oder aber er legt mit seinem FC Ingolstadt sogar nochmal nach. Jedenfalls wird er gleich hier spektakulär vorfahren. Wir befinden uns an einer Teststrecke, wo Autos schon mal gerne an ihre Grenzen gebracht werden. Und irgendwie passt das auch so ein bisschen zu ihm. Denn er hat, glaube ich, seine Mannschaft, seinen Kader echt an Grenzen gebracht. Vor 2 Jahren hat er den FC Ingolstadt auf dem letzten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga übernommen. Und in so kurzer Zeit bis in die Fußball-Bundesliga geführt. Wir freuen uns auf einen der interessantesten Trainertypen der Liga. Guten Abend, Ralf Hasenhüttl. Ralf, da ich ja weiß, dass Sie ein großer Musikfreund bin, habe ich gedacht, wir starten sozusagen musikalisch in die Sendung. Es gibt ein Lied eines Ihrer Landsleute, Wolfgang Ambros, wo ich dachte, der Text könnte eigentlich ziemlich gut zu Ihnen passen. Wir hören mal kurz rein. Also zwickt's mich, glaube ich, dran. Ist es ein bisschen wie mal zwicken? Vor 2 Jahren hier angefangen, letzter der zweiten Liga gewesen. Jetzt geht's am Wochenende in der ersten Fußball-Bundesliga. Zum FC Bayern München? Vielleicht ja auch so ein bisschen der persönliche Karrierehöhepunkt? Ja, Karrierehöhepunkt, klar. Das ist schon das Spiel, worauf man sich wahrscheinlich am meisten freut, wenn man in die Bundesliga kommt. Aber ich glaube einfach, dass das, was wir in den letzten 2 Jahren oder was ich hier erleben durfte in den letzten 2 Jahren, war sicherlich etwas, was man als Trainer wahrscheinlich nicht so oft erleben darf. Und Geschichte zu schreiben mit dem Verein auf die Art und Weise ist was Sensationelles. Ich glaube, man hat in der Region in den letzten 2 Jahren zusammen einen tollen Weg bestritten und wir werden hoffentlich noch viele so schöne Momente erleben wie jetzt in den letzten Wochen. Ja, es ist auf jeden Fall ganz interessant, jetzt auch aufs kommende Wochenende schon mal zu gucken, eben das Spiel gegen die Bayern. Wir haben gerade zum Eingang der Sendung schon mal kurz auf die Tore der Gladbacher geguckt, dieses 3:1 gegen den Rekordmeister, die vermeintlich beste Mannschaft der Welt. Was würden Sie denn sagen? Ist das für Sie eher ein Bärendienst gewesen, dass die jetzt gewonnen haben, weil die jetzt möglicherweise am Wochenende sowas von frittenheiß auf Wiedergutmachung sind? Ja gut, ich meine, dass die Bayern eine Übermannschaft haben, das glaube ich, daran ändert auch dieses Spiel in Gladbach nichts, weil wenn man die erste Halbzeit sieht, dann müssen sie eigentlich schon 3-0, 4-0 führen und dann ist das Ding wahrscheinlich durch, aber klar, das was am Wochenende den Bayern in Gladbach passiert ist, ist eigentlich normal im Fußball, dass man das Ding nicht rein möchte und das passiert den Bayern relativ selten, aber noch seltener wahrscheinlich 2-mal hintereinander. Trotzdem hat man nicht von vornherein verloren, wenn man da hinfährt. Und ich glaube, wir stehen nur deswegen dort, wo wir momentan stehen, weil wir das ganze Jahr über mutig geblieben sind. Und meine Spieler, das, was sie stark gemacht hat in der zweiten Liga, 1:1 versucht haben, rüber zu retten in die erste Liga. Und dafür stehen wir und das honorieren die Leute, das honorieren die Zuschauer. Und Gott sei Dank wird es auch immer wieder mit Punkten belohnt. Mal mit mehr, mal mit weniger, aber es passt. Ja, kurze Quizfrage mal auch ans Publikum. Wer stellt die zweitbeste Defensive der Fußball-Bundesliga nach den Bayern? Man kann kaum drauf kommen, da hinten, der junge Mann. Bitte, ruf mal. Ja, du. Ingolstadt, jawohl. Der Publikumsjoker.
Den nehmen wir. Aber das muss man ja sagen, das ist ein Fakt, der eigentlich öffentlich bisher so kaum gewürdigt wurde. Ja, das ist so eine Sache, die gar nicht so richtig auffällt. Aber wenn man mal genau hinguckt, ist das natürlich eine sensationelle Geschichte. Ich meine, ja. dass sie Mannschaften defensiv gut einstellen können, ist klar, aber das ist schon eine Top-Leistung. Ja, wir stehen aber gar nicht so tief. Wir verteidigen eigentlich verdammt hoch. Wir haben auch letztes Jahr auf die Art und Weise versucht zu verteidigen. Und es ist schon so, dass wir noch immer so ein bisschen unterm Radar fliegen, auch in der ersten Liga nicht so wahrgenommen werden, nicht so viel wahrgenommen werden. Das ist manchmal ganz hilfreich, um sich in Ruhe entwickeln zu können, weil wir ja diesen Weg der kleinen Schritte weitergehen wollen. Und bis jetzt kommen wir damit super zurecht, können den einen oder anderen vielleicht mal überraschen und fühlen uns in der Rolle eigentlich pudelwohl. Ist es denn so, dass so ein Sieg der Gladbacher für Sie so ein bisschen auch Anschauungsmaterial sein kann? Also dass Sie überlegen, normalerweise würde ich vielleicht den Strafraum zumauern, aber jetzt in München, aber jetzt schaue ich mir mal an, wie es der Schubert gemacht hat? Nee, weil wir A, den Strafraum nie zumauern und B, auch nicht... Also auch nicht am kommenden Wochenende. Auch nicht am kommenden Wochenende und B, auch nicht die Qualität von Gladbach haben, muss man ganz klar sagen, das sind Champions-League-Teilnehmer. Wir sind der kleine FC Ingolstadt, aber wir haben auch unsere Möglichkeiten gegen jeden Gegner und für uns ist es einfach ein super interessantes Spiel und ich kann jetzt schon versprechen, wir wollen das Spiel so angehen, dass wir auf alle Fälle etwas mitnehmen. Und das müssen jetzt nicht unbedingt Punkte sein, das können auch schöne Erfahrungen sein, weil wir sind auch gegen Dortmund auf eine Art und Weise aufgetreten, die sehr mutig war. Zum Schluss war es dann 0-4, aber wir haben aus dem Spiel unglaublich viel gelernt. Und ich möchte einfach nach dem Spiel nicht hergehen und sagen, ja gut, jetzt haben wir uns mit 11 Mann hinten reingepackt und hat trotzdem nicht gereicht, aber davon nimmst du nichts mit. Und deswegen, die Taktik werden wir jetzt noch nie verraten, aber, man wird es, ja, aber ich kann schon sagen, wir spielen nicht anders als in den anderen Spielen auch. Ist denn eigentlich, um das vielleicht nochmal kurz abschließend, für Sie André Schubert so ein bisschen der Trainer, zumindest der Hinrunde? Das ist ja schon eine eindrucksvolle Zahl, wenn man liest, er hat in den Spielen, in denen er tätig gewesen ist, sogar einen Punkt mehr geholt als Pep Guardiola. Ja, hat einen fantastischen Job gemacht natürlich, auch eine tolle Mannschaft übernommen, die ja auch schon vorher nicht so schlecht war. Und war anscheinend an der richtigen Stellschraube gedreht und hat mit den Jungs eine tolle Serie geholt. Gegen uns hat es nicht gereicht, um zu gewinnen. Wir haben dort kein schlechtes Spiel gemacht. Das hat mich eigentlich ein bisschen geärgert nach dem Spiel, dass unsere Leistung da so ein bisschen untergegangen ist, weil die Diskussion auf etwas anderes gelenkt wurde. Aber wir haben dort überragende 60 Minuten gespielt, die besten wahrscheinlich in dem Jahr. Weil dort zu bestehen auf die Art und Weise ist für einen Aufsteiger, glaube ich, sehr respektabel. Ich fand eine Sache noch ganz interessant, also das will ich auf keinen Fall reden, aber was Schubert jetzt am Wochenende gesagt hatte, nämlich er ist gefragt worden, wie er mit den Spielern in der Halbzeit gesprochen hat. Und er hat dann gesagt, ich habe meinen Spielern, ich habe sie gefragt, ob sie diesem System so weiterspielen wollen oder ob wir das System ändern wollen. Das fand ich relativ überraschend. Ist das eine Sache, die Sie als Trainer auch machen? Ist mittlerweile Demokratie im Profifußball zu Hause? Ja, ich glaube, es macht ja nur dann Sinn, den Jungs etwas mitzugeben, von dem sie auch wirklich hundertprozentig überzeugt sind. Also wenn du natürlich das Gefühl hast, sie zweifeln daran, dann ist es vielleicht besser, das zu überdenken. Aber es gibt schon Momente, wo man als Trainer natürlich auch vorangehen muss und sagen muss, wir können das, wir trauen uns das zu. Und auch wenn sie sich dann am Anfang vielleicht ein bisschen schräg anschauen, Beispiel Gladbach, da haben wir so offensiv verteidigt wie noch nie in dem Jahr. Da sind wir mit den gegnerischen Stürmern fast bis zu deren 16er durchgelaufen. Und da haben mich meine Innenverteidiger zu Beginn auch ein bisschen angeguckt und gesagt, ich weiß nicht, ob das klappt, aber es hat perfekt funktioniert. Und trotzdem ist es, glaube ich, als Trainer wichtig, dass man auch reinhört und das Gefühl dafür bekommt, ob die Mannschaft damit umgehen kann oder nicht. Weil es hat keinen Sinn, irgendetwas aufs Auge zu drücken und sie sind davon nicht überzeugt. Das macht keinen Sinn. Das ist ein bisschen anders, ne? als es früher war, oder? Also ich habe nie auf Ihrem Niveau gespielt, das gebe ich zu. Aber unsere Trainer haben mein Niveau auch nicht. Aber unsere Trainer haben uns nie gefragt, wie wir spielen wollen. Die haben gesagt, es wird so und so gemacht. Das war ja auch früher nicht üblich, oder? Dass da diskutiert wurde. Ja, vielleicht hattet ihr nicht so viel Ahnung vom Fußball. Das kann ja auch sein. Das würde ich nicht bestreiten. So, das schließen wir dann an der Stelle mal ab und konzentrieren uns jetzt auf Sie.
Und zwar wollen wir diesen Teil eröffnen mit unserer Rubrik, heißt die schnelle Minute. Spiel ist bekannt, ich beginne einen Halbsatz, Sie vervollständigen bitte. 60 Sekunden Zeit, die schnelle Minute mit Ralf Hasenhüttl. Mit Arnold Schwarzenegger verbindet mich? Meine Heimatstadt, Graz. Der Aufstieg im Sommer? War ein unglaublich schöner Moment, den man nie vergessen wird. Am Samstag gegen Guardiola zu coachen, bedeutet mir persönlich? Auch nicht mehr als gegen jeden anderen Bundesliga-Trainer. Österreich wird bei der Europameisterschaft mindestens bis? Bis ins Finale kommen. Gegen? Hoffentlich Deutschland. Ja, das wäre schön. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann? Förster. Echt? Ja. Kommen wir gleich noch zu. Wir schlagen die Bayern, weil? Nächste Frage. Ich trinke gerne Milch, weil? Leider zu viel, weil es mir einfach gut schmeckt und irgendein Laster muss man haben. Klavierspielen gibt mir? Die Möglichkeit abzuschalten nach stressigen Tagen. Einen Titel als Trainer in Deutschland zu holen wäre? Momentan noch kein Thema für mich. Darf es aber gern noch werden. Möglicherweise. Sehr schön.